Willkommen zurück. Die synkt. Nächste Folge. Es tut sich was. Also, ich habe es für mich so ein bisschen ausgerechnet. Ich hoffe, ich habe mich nicht kolossal vertan. Und zwar, wir haben es hier oben tatsächlich getestet. Der regeneriert alle in seiner Range um jeweils 1 pro 13 Sekunden. Verdammt, ich brauche noch auch noch zwei davon. Das fällt mir gerade eben ein, während ich euch das erzähle. Ich muss noch zwei von diesen Gebäuden bauen, von diesen Regeneratoren. Eins, zwei. Genau. Das bedeutet, innerhalb von. So, Moment, die muss ich aber aufteilen, weil sonst schnupfen die das nämlich auf. So, wenn ich jetzt. Ja, das Problem ist jetzt natürlich, die müssen jetzt schneller bauen, sonst muss ich den hier tatsächlich erstmal anhalten. Also, wenn der Laser normal arbeitet, um das mal. Oh, verdammt. Moment, du darfst. Die zwei abbauen, genau. Und du, nee, Moment, du baust nicht, Moment, du baust den ab, du baust, genau, du baust den und den und du baust den und den ab. Okay, jetzt muss ich nur gucken, dass sie das nicht zu schnell abbauen, bevor die Gebäude hier stehen. Das ist jetzt eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Und zwar, ich halte mal kurz an, und zwar, die bauen ja innerhalb von 5 Sekunden einen ab. Moment, die müssen auch auf, die sind auf Kanal 4, ja, das passt. Moment, aber den muss ich natürlich noch sagen, dass ihr bitte da unten einlagert, genau. Also, um dem nochmal zurückzukommen. Moment, ich werde es euch gleich sagen. So, bitte einlagern. Hier muss ich jetzt auch sagen, du laserst bitte einmal da und einmal da. Moment. Du hast zwei Reichweite, das heißt den und den. Er wird nur von dem regeneriert und von dem regeneriert. Also hier kann ich, hier habe ich blöd gebaut, aber gut, das war auch der erste Versuch. Wobei der und der, sowie der und der, den und den macht. Dann könnte der den und den machen, wobei der von dem nicht mehr regeneriert wird. Nein. Nee, das reicht nicht. Das bedeutet. Nee, ich hab hier blöd gebaut. Moment, du sollst. Bau den hier ab. Genau. So, jetzt. Moment, aber dir muss ich auch noch sagen. Bau bitte hier. Lager das bitte hier unten. Also hier fehlt jetzt ein Bot, der so ein Fäulnislader anhat, der auf Kanal 4 ist. Und alle meine Miner sind jetzt auf Kanal 4. Das heißt, der entlädt die. Also, jetzt nochmal zurück zum Bau. Ja, 45, 51. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. So, wieso hat der jetzt Platten an Bord? Ach, der ist auf Kanal 3. Okay, das ist der Einzige, der auf Kanal 3 ist, ja. Also, nochmal. Hier kommt jetzt ein weiterer Generator. Das ist wunderbar. Dann läuft das nämlich. Also, der baut innerhalb von 5 Sekunden 1 ab. Das bedeutet, er baut in 15 Sekunden baut er 3 Stück ab. Ein Laser, nicht zwei Laser. Das bedeutet, auf diesem Feld werden innerhalb von 15 Sekunden 3 abgebaut. Jetzt sehe ich gerade, dass der ja gar nicht von dem versorgt wird. Verdammt, ich habe falsch gedacht. Ich habe falsch gedacht. Moment. Hier müssen wir, das Feld wird gar nicht schnell genug regeneriert. So, verdammt. Ich habe falsch gedacht. Also, das Feld wird jetzt innerhalb von 12 Sekunden von drei von diesen Dingern befeuert. Das bedeutet, es gewinnt innerhalb von 12 Sekunden drei, verliert aber innerhalb von. Innerhalb von 15 Sekunden. Also, es regeneriert mehr. So, jetzt habe ich aber hier wie gesagt einen Fehler gemacht, weil das Feld hier wird jetzt abgebaut, obwohl das wird jetzt zu langsam regeneriert, weil ich hier das Gebäude stehen habe. Verdammt. Also jetzt baut der die beiden ab. Und der baut die beide ab, obwohl das hier gar nicht in Range ist von. Doch, das ist in Range, genau. Die beiden. Hier fehlt mir jetzt noch ein Laserminer. Den muss ich jetzt auch noch kurz machen. Moment, der ist schon fertig. Ich muss das geschwind machen, sonst vergesse ich es nur. So, also ein Miner noch.
So, und hoch. Und rein. So, also wie gesagt, hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht, weil der das Feld eigentlich nicht abbauen darf, weil das nicht schnell genug regeneriert wird. Das hier wird jetzt normalerweise schneller regeneriert wie abgebaut. Das hier auch und das hier auch, weil das ist in Range von allen drei drin. Genauso wie das hier. Nur das baut jetzt keiner ab. Und der baut das Feld ab und das wird nicht schnell genug regeneriert. Das heißt, ich müsste hier nochmal so ein Gebäude hinstellen. Also da habe ich schlecht gebaut. Aber im Prinzip muss man so aufbauen. Immer drei auf einen Laser. Aber man kann es natürlich so bauen, dass mehr abgebaut wird. Hier hinten reicht es auch nicht. Also wenn ich jetzt hier allerdings ein Gebäude hinmache. Im Moment. Der reicht bis dahin. Und der baut das Feld und das Feld ab. Und das baut keiner ab. Wenn ich jetzt hier einen hinbaue, der hat zwei Reichweite, könnten die beiden noch abgebaut werden, wenn ich hier noch so ein Gebäude hin. Das machen wir. Bauen hier noch ein Gebäude hin, dann können wir nämlich hier da noch so ein Lasertypi hinbauen. Dann hat der nämlich. Nee, Moment. Das ist dann auch falsch. Das ist dann nicht mehr in Reichweite von dem hier. Nee, nee, abbrechen, Bau abbrechen. Ich kann noch ein Einser-Gebäude hinstellen. So, Moment, ihr sollt aber nicht das gleiche abbauen, sondern wie gesagt, einer baut das ab und einer baut das ab. Das ist okay. So, also das ist jetzt das einzige. Weil, warum hat der nur noch 34 drin? So, ja klar. Das von dem Gebäude ja auch nicht mehr drin. Also ich muss, ja, da habe ich einen, also hier habe ich einen Denkfehler drin gehabt. Die beiden sind okay, weil die nämlich jeweils von allen drei und hier brauche ich einen meiner Gebäude. So, der linke sollte die unterste Res abbauen. Moment. Weil nur zwei Türme ihn regenerieren. Ja, genau, genau. Hier habe ich den Denkfehler gemacht. Ne, nicht der linke. Der hier ist okay. Der wird von allen drei regeneriert. Und der wird auch von allen drei regeneriert. Und der hier sowieso. Also der ist okay. Aber die beiden Felder werden nur von den zwei Türmen regeneriert. Deswegen muss ich hier jetzt den nächsten Turm hinbauen. Und hier ist auch okay, weil das wird auch von dem hier doch. Genau, das ist noch in Reichweite. Also die sind auch in Ordnung. Das passt auch. Also ich brauche einfach diesen einen Turm, der diese beiden dann noch mit befeuert und dann passt es wieder. Okay, dann muss ich aber schnell noch hier einen bauen. Hier bitte noch so einen Turm bauen. So, das passt, dann läuft das. Okay, und hier brauche ich dann jetzt noch zwei. Habe ich überhaupt noch? Fast keine blauen mehr, muss man mal nachtanken. So, zwei meiner noch. So, hier nach oben. Eins, zwei. Ne, brauche ich überhaupt noch welche? Nee, ich habe ja gar keine mehr. Das passt schon so. Moment, du darfst aber auch hier unten lagern. Habe ich das jetzt bei allen? Moment, ich kann ja einfach. Ja, doch, habe ich jetzt bei allen. Und bei dem auch und bei dem auch. Jetzt muss ich mal hier gucken, was ich hier noch machen kann. Also, die beiden werden von drei Gebäuden regeneriert. Ich könnte das hier, wenn ich zum Beispiel beißen. So, und wenn das abgerissen wird, dann kann ich hier meine reinmachen, weil das hier ja von 1, 2, 3 drin ist. Das ist sogar von 4. Und dann kann ich den auf den hier schicken. Genau, dann kann ich den hier hochschicken. Dann sollen die beiden abbauen. Das ist okay. Und die beiden werden dann von dem hier abgebaut. Und hier. Nee, dadurch, dass ich den hier jetzt abreiße, werden die hier nicht mehr von drei regeneriert.
Der hier ja. Der könnte auch noch abgebaut werden. So, jetzt hier Copy Paste. Hier rein. Wir müssen dann die beiden abbauen. Wir müssen aber eigentlich genügend Fäulniskristalle jetzt so langsam haben. Hey, passt. Gebäude steht. Also theoretisch müssten die jetzt wieder wachsen. Ja, tun sie auch. Ja, sie wachsen jetzt langsam. 54, 157. Ja, passt. Okay, die wachsen. So, hier, sobald der fertig ist, das dauert allerdings noch ein bisschen. Das rechte obere Eck. Wo meinst du? Hier. Nee, der wird ja wieder nur von den beiden Türmen regeneriert und der auch. Weil der reicht ja nicht so. Also der ja. Der wird jetzt von dreien, aber der hier wird nicht von dreien erreicht. Also ich könnte jetzt noch Einzeltürme hinbauen. Also Doppeltürme gehen nicht mehr. Hä? Ah, okay, ja, ja, okay, der hat den hier gerade aufgebraucht, das ist aber nicht schlimm, ich hatte hier falsch eingestellt. Du sollst das hier abbauen. Ja, aber der hier wurde jetzt nur von einem regeneriert, von dem Turm, und dann reicht es natürlich nicht. Das war falsch eingestellt, aber ist ja überhaupt nicht schlimm, weil dann ist es halt weg. Stört ja niemanden. Ja, Hauptsache er hat noch die Ressourcen, die hier regeneriert werden. Also hier, wie gesagt, einen Einzelturm könnte ich hier noch hinsetzen, wenn ich hier oder hier einen Einzelturm hinsetze. Ja, guck, die regenerieren ganz langsam nach oben, das ist gut. Der könnte dann das hier abbauen, weil das hier wird von allen drei noch erwischt. Genau das gleiche könnte ich eigentlich auch mit dem Brocken machen. Ich könnte hier auch noch einen Einzelturm hinstellen. Das können wir eigentlich machen, das ist dann, weil ich meine, warum nicht? Bauen wir einfach einmal S-Gebäude hin, eins hier, und dann lasse ich das fertig bauen und dann wird das auch ordentlich auch gemacht. So, dann machen wir hier noch zwei Miner. Die lassen wir noch umwandeln. Ja, ja, ich schaue wegen dem Laser noch. Ja, das machen wir gleich. Ich baue ihn schon mal. Ne, halt, ich habe ja mein Obsidian. Ja, ich mach's gleich. So, Moment. Die werden beide. Ich habe noch 15 drin. Okay, alles klar, das passt dann. So, was bringt der? Achso, der läuft dem hinterher. Ist das Lager voll? Ja, das Lager ist voll tatsächlich. Also ich scheine genügend, ja, ich hab genügend, bräuchte das nicht mal, aber ich optimiere es jetzt auf jeden Fall mal. Okay, das bedeutet, ich habe jetzt keine Probleme mehr mit Fäulniskristallen, definitiv nicht. So, sobald das Gebäude hier geht, kopiere ich es und ich baue hier dann noch einen Einzellaser hin, der dann auf die Ressource geht. So. Die regenerieren ganz, zwar nur ganz langsam, aber sie regenerieren. Der steigt auf, der auf. Und die beiden, ja, die beiden sind jetzt auch kein Problem. Der hier, nee, der ist einfach nicht mehr in Range. Ja. Also den kann ich noch abbauen ohne Schmerzen. Und den kann ich noch abbauen, weil die noch, ja, das passt. Okay. Okay. Gut, dann die zwei haben wir jetzt fertig. Dann können wir warten. Dann können wir jetzt mal probieren. Wo ist mein, genau, hier mein Obsidian-Abbauer. Du legst es aber mal dann Obsidian hier unten rein.
Und dann schaue ich mal, ob ich mit dir auch folgendes Kristall abbauen kann. Also es steht ja hier nur, dass er Laterit und Obsidian abbauen kann. Aber das testen wir jetzt mal. Einfach mal hier hoch. Das Ding hier unten wird davon niemanden mehr benutzt. So, so, Moment. Ihr. Hä, arbeitet ihr schon? Ja, tatsächlich. Na, 4? Ja, auch. Ja, achso, ja, okay, ihr habt aufgehört. Aber du arbeitest bitte an dem hier. Und du arbeitest an dem hier. Ist das dann 1, 2, 3? Ja, gut, die werden das sogar von 4. Ja, das passt jetzt, okay. So. Nee, geht nicht. Kann nicht abgebaut werden. Okay, also mit den Lasern geht's nicht. Die sind tatsächlich nur für Laterit und für Obsidianbrocken geeignet. Die untere Rest, welche meinst du hier? Oder meinst du da? Die hier wird von 3 regeneriert, ja. Oder meinst du hier? Was hat der jetzt? Also kein Platz im Inventar, ja, passt schon. Das erste. Hier. Ah, okay, Moment, er ist fertig. Ein Laser bitte. Hier, so ein Laser. Dann lagerst du bitte noch auch hier ein. So, der ist jetzt hoffentlich, ja, bald ist er damit fertig. Dann kann er hier mal endlich bauen. Da kann er dann wieder mit normaler Geschwindigkeit arbeiten. So. Ja, die sind jetzt alle voll. Ich baue jetzt so viel Vollnis ab. Ich brauche meine normalen Bots nicht mehr, die da unten irgendwo agieren. Ich glaube hier. Ja, ach, die machen hier schon wieder so Blödsinn. Ja, ihr könnt jetzt alle mal hier zurückkommen, weil euch brauche ich da unten nicht mehr. Ich habe jetzt hier genügend. Jetzt muss ich das Ganze nur noch für Laterit machen. Und für normales Erz. Problem ist, normales Erz habe ich keins mehr in Reichweite. Laterit halt auch nicht. Aber gut, dann ist das halt ein bisschen weiter weg. Das ist egal. Ich weiß nicht, wie es ist mit Kristall. Mit Quarzsand. Ich meine, die verstreuten Ressourcen, die werden ja wohl kaum regeneriert werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich auf so einem Plateau... Ich habe leider jetzt nichts mehr in direkter Umgebung. Apropos nichts mehr in direkter Umgebung. Wie schaut es denn hier aus? Okay, ich habe sehr viel Quarz. Metallerze, die sind hier unten jetzt hoffentlich am Schaffen. Also das ist mein Laterit. Hier ist mal wieder was eingebaut. Warum? Hat der jetzt echt zu viele? Ja. Der hat viel zu viele Bots zugewiesen bekommen. Der hat jetzt... Okay, das war gerade strange. Läuft mein Stream noch? Ja. Ich bin noch... Ja. Hatte gerade hier... Alle meine Bildschirme waren plötzlich aus. Okay, ich bin noch da, ja. Bei mir waren gerade für 2-3 Sekunden plötzlich alle Bildschirme aus. Und dann sind sie wieder da gewesen. Naja, auf jeden Fall, der geht weg. Der geht auch weg. Und der geht auch weg. Weil ihr drei seid zu viel. Wo sind denn die anderen? Ja, das hatte ich echt noch nie. Was ist da passiert? Oder ist im Hintergrund irgendein Update gelaufen und ich habe es nicht gemerkt? Wo sind denn meine anderen?
mal kurz oben jetzt wieder einblenden. Stehen die wieder da oben rum? Ja, die stehen da oben rum. Also der hat nur 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay, da ist der Hund begraben. So, das bedeutet, ich habe vorhin einen Fehler gemacht. Ihr zwei werdet jetzt auf den hier. Und du. Du wirst jetzt wieder auf den hier zugewiesen. So. So, ja, also um das mit Metall und mit Laterit zu betreiben, muss ich da ja erstmal die Fäulnis generieren. Das geht ja nur über Romspitze. Also mein Rechner lief ja noch. Ich habe keine Ahnung. Also es läuft alles weiter. Also Stream ist da, Aufnahme läuft weiter. Es scheinen wirklich nur die Bildschirme ausgegangen zu sein. Keine Ahnung, was das war. Also ich kann es mir nur durch ein Update im Hintergrund erklären, aber normalerweise laufen zumindest die Updates nicht automatisch, weil das passiert eigentlich nur, wenn meine Grafikkarte ein Update bekommt, dann schalten sich die Bildschirme aus und das muss ich manuell auslösen. Echt merkwürdig. Zumal auch hier irgendwie Licht oder sowas davon nicht betroffen war. Naja, es ist das erste Mal. Ich hoffe, es bleibt beim letzten Mal. Was auch immer das war. So, naja, was ich jetzt brauche, genau. Der Ressourcenumwandler. Das brauche ich. Das brauche ich als nächstes. Das bedeutet, ich brauche die Dinger, 40 Stück. Weil dann kann ich Fäulnis selber erschaffen. Dann kann ich um den Laterit vorkommen eine Fäulnis erschaffen. Und dann kann ich diese Regenerierer drumherum bauen. Und dann, ja. Und dann kann ich das Ding auch automatisch abbauen lassen. Dasselbe muss ich dann mit Metallerz auch betreiben. Schade ist es eben nur, dass ich kein Metallerz mehr in direkter Umgebung habe von meiner Basis. Das wäre natürlich jetzt schön gewesen, aber natürlich habe ich das am Anfang vom Spiel noch nicht gewusst. Machen wir die Ansicht mal wieder aus. Und dann wäre es natürlich schön, wenn du hier zum Beispiel ein Feld hättest und das dann regenerieren würdest, dann hättest du eine ganz kurze Fahrtwege. Wie meinst du? Nee, ich kann es nicht nur umwandeln. Das Laterit bleibt bestehen, wenn es in der Fäulnis ist. Also das verwandelt sich nicht wie jetzt zum Beispiel das Fäulnis in Fäulniskristall oder sowas, sondern das Laterit zumindest, ich weiß nicht, wie es im Eisenerz ist, weil ich jetzt noch nie Eisenerz hier irgendwo gesehen habe, aber das Laterit bleibt Laterit, wenn es in der Fäulnis steht. Und das bedeutet, ich kann es abbauen, ganz normal als Laterit, und kann es dann benutzen. Ich könnte dann natürlich noch zusätzlich, wenn ich die Forschung dann hinten raus noch habe, so einen Umwandler hinstellen, um es dann in Metallerz und Silizium umwandeln zu können. Aber dann habe ich ja kein Laterit mehr. Weil da würde ich mich jetzt interessieren, ob sich dann der ganze Brocken verwandelt. Oder wie das funktioniert, das ist, ja, das werde ich noch rausfinden. Also werden wir doch noch die eine oder andere Folge spielen müssen, bis wir das rausfinden. Aber als allererstes brauche ich, also das wäre natürlich auch nicht so schlecht, dann könnte ich die Fäulnis da wegmachen, wo ich sie nicht brauche. Kann ich allerdings genauso wenig erforschen. Ich brauche jetzt auf jeden Fall das Ding hier. Die menschlichen habe ich mittlerweile wieder 42. Kann ich eigentlich in dem Ding auch die? Ja, die kann ich auch bauen. Die Frage, was will ich als erstes haben? Oh, das. So, wir sind schon wieder 24 Minuten und ich habe kein bisschen Satellitengebäude gebaut. Das wollte ich aber eigentlich unbedingt machen. Ja, also. Doch, die Daten, nee, kann sie noch nicht erforschen. Die Datenschlüssel sind hier im menschlichen drin. Ich brauche 90 Stück von der menschlichen Forschung. Dann kann ich die Datenschlüssel erforschen. Und ich habe jetzt erst 42. Also das reicht es noch nicht. Aber auch das dauert ewig. Ich habe ja gerade mal 14 Würfel. Jetzt gleich einen 15. Also das dauert ja auch ewig. So,
Die Dinger laufen aber jetzt theoretisch. Moment, ich wollte hier schon. Nee. Theoretisch könnte ich das jetzt auch in einer größeren automatischen Fabrik umbauen. Dann könnten wir da ein bisschen mehr Durchsatz kriegen, weil die haben immer noch viel zu wenig, damit da genügend Datenwürfel rauskommen. Aber jetzt bauen wir erstmal dieses komische Satellitengebäude, denn das wollte ich auf jeden Fall bauen und dann wollte ich auch einen Satelliten bauen. Wo ist es denn hier? Das AMAG-Gebäude, das bauen wir jetzt mal. Das bauen wir hier so hinten an den Re-Simulator hin, hier. Hier wäre mein gigantisches Lager gebaut. Das ist auch endlich mal gebaut worden. Hier wollte ich ja die ganzen M-Lager-Slots und das L-Lager reinmachen und hier ein gigantisches Lager draus machen. Das habe ich auch total vergessen. Jetzt bauen wir erstmal das. Und parallel war, glaube ich, in der Robotikanlage Satellitenpaket. Genau, davon bauen wir jetzt auch noch eins. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und damit die Folge für YouTube nicht wieder 40 Minuten geht wie beim letzten Mal, nehme ich euch hier mal kurz raus, bis das alles gebaut ist und dann nehme ich euch wieder rein. Also bis gleich. So, ging es doch schneller als gedacht. Ist alles fertig, gar nicht viel Zeit vergangen. Jetzt habe ich hier einen Satelliten gebaut. Der ist in diesem Moment auch abgeholt worden. Ich glaube, hier steckt er drin. Genau, hier steckt er drin. Der wird jetzt in dieses Gebäude gelegt. Und jetzt Satellit auspacken. Ah, okay, der landet jetzt hier drin. Starten. So, jetzt, da wir einen Weg haben, Gegenstände zum Mutterschiff zu senden, ist es an der Zeit, die Reparatur benötigten Materialien zu verschicken. Du solltest das Mutterschiff mit Hilfe eines Langstreckenradars suchen können. Okay. So. Alles klar, erstes Satellit ist gestartet. Ein Satellitenwerfer. Festgesetzt, kann nicht entfernt werden. Okay. So, okay, das Ding ist jetzt. Rahmen mit hoher Dichte, Schiffsreparatur 1000 Stück. Ui. Das wäre viel. Forsche menschliche Technologie, um Higgs erfolgreich zu unterstützen, muss menschliche Technologie freigeschalten werden. Ja, aber ich habe doch schon menschliche Technologie, aber wahrscheinlich nicht die, die er meint. Ah ja, super. Ja, das geht ja noch nicht. Ja, also da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Das will ich auf jeden Fall noch machen, damit ich die Dinger endlich freischalten kann. Mikroskopika habe ich zwar nicht in der Dauerproduktion, aber kann ich noch machen. Aber eher wie gesagt, die. Was wir jetzt noch machen können. Ah ne, die baue ich ja gerade hier. Ich habe immerhin schon zwei. Das hier läuft halt immer noch arschlangsam, weil mir immer noch die optischen Kabel ausgehen und die gehen aus, weil die ausgehen und die gehen aus, weil die immer noch wenig sind und die sind immer noch wenig, weil ich immer noch wenig Kristall habe. Und wenig Kristall habe ich, weil. Hier ist ein Kristall-Tippi. Ja, ihr habt doch hier, genau, ihr habt doch hier Kristall. Das Ding ist auch schon weg. Hier war das so ein großer Kristallbrocken. Das wäre natürlich jetzt noch eine Idee. Moment, bist du hier schon wieder eingebaut? Ja. Es ist einfach. Es ist einfach nur noch belastend. Dass der sich auch immer selbst in die Bredouille bringen muss. Das ist echt schlimm. So, der auch. Warum? Warum, Leute? Warum müsst ihr den so einparken? Ist doch gar nicht notwendig. So, also ich glaube, ich weiß auch einen Weg, wie man theoretisch so einen großen Brocken hier regenerieren kann. Das Problem ist, auch da habe ich natürlich jetzt keinen einzigen mehr in der Nähe meiner Basis. Die sind alle aufgebraucht. Hier wäre noch was, was nicht ganz so weit weg ist. Man könnte ja, ich weiß nicht, ob es steuerbar ist, aber es wird wahrscheinlich steuerbar sein. Laser-Upgrade im Gebäude möglich.
Die Mainz Laser Upgrade im Gebäude möglich? Verstehe ich gerade nicht. Also Kristall sollte man regenerieren, ja. Also ich glaube, wenn man die Fäulnis so um das Kristallvorkommen rum macht, also am besten ist natürlich so ein großer Brocken. Wo habe ich jetzt einen? Hier. Am besten ist natürlich hier, man lässt hier so genau um den Dinger rum die Fäulnis entstehen. Dann kann man da diese Regeneratoren reinstellen und dann weiß ich nicht, ob der Regenerator das Ding, wobei der macht nur bis 200. Also bringt es bei so einem großen Brocken gar nichts, sondern nur bei den kleinen hier. Ach, die würfeln. Also das habe ich schon probiert. Du meinst den gelben Laser nochmal zu erweitern? Nee, das geht nicht. Da passiert einfach nichts, wenn ich es reinschmeiße. Siehst du, der liegt da jetzt drin. Also es passiert einfach nichts. Ich habe jeweils mindestens 5 drin, also mit dem Laser passiert nichts mehr. Deswegen kann man den nicht weiter upgraden. So, Moment, den habe ich aber jetzt hier rein. Genau, und du kannst dann einfach das hier lasern, genau. Und jetzt könnte ich theoretisch hier unten nochmal eins bauen. Frage, ob es nötig ist. Ach, so schnell sind die auf 200, wenn der nicht mehr arbeitet. Also ich habe auf jeden Fall jetzt jede Menge davon. Ich kann jetzt... Das Gebäude könnte ich jetzt sogar noch upgraden. So, wir sind jetzt bei einer halben Stunde rum. Also, Satellit ist jetzt oben. Ich weiß allerdings nicht, was der mir jetzt bringt. Der hat irgendwas von einem Langstreckenradar geschwätzt. Ich meine, das Mutterschiff ist, glaube ich, noch nicht im Spiel integriert. Aber der Satellit, der muss doch jetzt irgendwo auch, keine Ahnung, verfügbar sein oder so. Oder ist das zum jetzigen Spielzeitpunkt einfach noch so ein Schuss ins Nirvana und es passiert nichts? Das Langstreckenradar muss ich bauen. Ja, geht das überhaupt schon? Habe ich das schon erforscht? Ja, cool. Ne, Moment, das Langstreckenradar, doch, das kann ich doch bauen. Das ist doch das. Langstreckenradar. Ja, okay. Und das baue ich jetzt ins Gebäude, in das Gebäude ein? Ne, das ist ein M-Slot, das geht ja gar nicht. Jetzt muss ich dann auf ein anderes Gebäude draufknallen. Nehmen wir einfach mal das hier, weil das hier so dumm in der Gegend rumsteht. Aber ich glaube, das geht. Ich glaube auch nicht, dass es geht aktuell, weil es kam ja mehrmals der Hinweis, dass das noch nicht im Spiel ist. So, also die arbeiten jetzt tatsächlich aber deutlich effektiver, aber... Es kommt ein, die bringt das zu langsam manchmal. Also das stand jetzt kurz, weil einfach nicht genügend da war. Obwohl ich ja mehr als genug habe. Also ich meine, das Lager hier ist voll. Die Dinger hier sind voll. Also Fäulnis wird mir nie wieder ausgehen. Mit Laterit kriege ich das auch hin, aber ich brauche erst noch die Forschung für die Fäulnis-Selbstentstehung. Obsidian, ja wie gesagt, wird mir auch nicht ausgehen, aber das brauche ich ja nicht. Wozu brauche ich Obsidian, außer um zwei, drei Sachen zu bauen? Drohnen wollte ich auch noch bauen und vor allem die YouTube-Folge, die beende ich jetzt an der Stelle. Wir sind schon wieder bei 34 Minuten. Also ihr habt gesehen, der Satellit startet. Ich werde jetzt noch testen, was mit dem Langstreckenradar ist. Wenn es interessant ist, schneide ich es noch hinten ran, ansonsten lasse ich es. Brauchen wir eh noch 4 optische Kabel. Also, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, weil es geht noch ein bisschen weiter. Ich will das noch bis zum jetzigen Ende machen. Also, bis dahin, macht's gut, ciao.